und das dritte Kapitel aus Meisterbuchs Buch wieder in Wat Chai aufgenommen. Nicht von Lob geschmeichelt, nicht von Tadel verletzt. Ich möchte fast ergänzen wieder, nicht von Fliegen gestört. In buddhistischen Foren herrscht häufig der gleiche raue Ton, wie er in sozialen Medien üblich ist. Zwar erinnert gerne mal jemand an die Übung der rechten Rede, meint damit aber meist die Tonlage eines Wohlfühlbuddhismus, wie sie von vielen oberflächlichen Autoren vermarktet wird. Bitte nicht so empfindlich. Unsere Welt ist voller offenkundiger Missstände und Probleme, und wer sich nicht nur um sich selbst dreht, weil er weiß, dass es dieses Ego nicht wirklich gibt, der kann getrost auch Klartext reden und Protest anmelden. Wenn es dann Zustimmung gibt oder Kritik hagelt, nicht von Lob geschmeichelt, nicht von Tadel verletzt. Ich erinnere mich an meine Gürtelprüfungen im Kung Fu. Den Gürtel musste ich mir zwar in der jeweils ordentlich errungenen Farbe selbst kaufen, aber es war die Urkunde des Lehrers, die mich als berechtigten Träger auswies. Zen-Meister Ikkyu hatte die Übertragungsdokumente seines Meisters vernichtet und er war nicht der Einzige. Im Vergleich dazu waren diese Gürtelnachweise wirklich ein Klacks. Ich zerriss sie erst in meiner Wohnung, denn ich wollte nicht, dass mein Lehrer sich beleidigt fühlte. Am liebsten hätte ich dies auch mit all meinen Schulzeugnissen und sonstigen Dokumenten gemacht. Doch eines Tages wurde ich aufgefordert, all meine Ausbildungsnachweise, Zeiten der Arbeitslosigkeit und meine Tätigkeiten nachzuweisen, damit staatlicherseits eine Prognose für meine Rente abgegeben werden konnte. Diese Papiersammlung ist Ausdruck von Lob und Tadel zugleich. Sie beweist meinen Einsatz ebenso wie meine Faulheit. Vor allem spricht sie von einer Vergangenheit, die mir nicht mehr viel bedeutet. Nun liegt sie immer noch in einer Schublade herum. Anspielung aufs letzte Kapitel. Was würde Marie Kondo wohl hierzu sagen? Ich habe von Schauspielern gehört, die sich weder ihre Filme anschauen noch Kritiken lesen. Sie würden es nicht ertragen, ihre Fehler zu sehen oder vorgehalten zu bekommen. Sagen sie selbst, ne? Auch diese Menschen möchte ich ermutigen, all den relativen Wahrheiten und Ansichten ins Gesicht zu sehen. Denn mehr als das sind sie nicht. Jetzt lasse ich den gerade vorbeifahren. Selbst hier also im Tempel keinerlei Respekt. Ne? Also da seht ihr, was es den Leuten bedeutet. Ne? Also er muss mit seiner aufgeknatterten Maschine direkt um die Statuen kreisen. Und das Schlimme ist, dass keiner hier das versteht und was dagegen macht. Ne? Weder ein Mönch noch irgendein Hauswart. Okay. Aber ich mache das, damit die Kulisse ein bisschen interessanter ist. Ne? Nicht, weil ich glaube, das bedeutet hier was. Es kommt wieder der Schlusssatz, ich sage es dazu, ne? Den ich euch so mitgeben will als den Lesern. Und sorry, dass wieder, das habe ich euch ja schon mal erklärt, wegen der Knopfanordnung auf meinem Handy ich das etwas uneben einspannen muss und dadurch immer so eine Neigung hier reinkommt. Aber das liegt zum Teil natürlich auch am unebenen Boden. Und vielleicht ist es doch ganz gut, wenn immer etwas ein bisschen schief ist in meinen Videos. Schlusssatz also, wagen Sie jeden Tag etwas, für das Sie gelobt und getadelt werden können. Auch von sich selbst. Gerade habe ich, wo ich den hier vorbeifahren sehe, vielleicht könnt ihr das erkennen, kommt er jetzt ins Bild. Es war ein Müllsammler. Und gerade habe ich doch tatsächlich vor meinen Füßen drei gefaltete 20 Bartscheine gefunden, also zusammen ungefähr 1,50, 1,60 Euro. Ne? Und ich habe sie aufgehoben und gegenüber war auch ein Sammler, der trank gerade was am
Straßenrand und dann habe ich sie einfach ihm in die Hand gedrückt, hat sich diebig gefreut. Ich habe mich erst umgeschaut, ob noch jemand da läuft und bemerkt, dass er was verloren hat. Ne? Aber das ist doch auch immer wieder lustig, wenn man durch die Welt läuft und plötzlich liegen vor einem Geldscheine. Das könnte ja nun mal ein bisschen mehr sein. Bis dann.